Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit God of War. Das letzte Mal sind wir hier beim Licht von Alfheim angekommen, wo Kratos eine für ihn sehr kurze und sehr ominöse Vision seiner toten Frau hatte, welche dann aber in der Realität doch länger angedauert hat, als es zunächst den Anschein gehabt hat. Denn wie wir hier sehen können, musste sich Atreus gegen die ganzen Dunkelalben selbst verteidigen. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, wie er das denn alleine auch geschafft hat, aber auch neugierig, wie sich jetzt die Dynamik zwischen den beiden verändert hat. Ja, und ob Kratos sich jetzt in irgendeiner Form bei ihm auch entschuldigen muss. Also würde ich sagen, spielen wir hier mal weiter. Und gucken mal, wie es ihm jetzt geht. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Lichtpfeile. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie auf Lichtkristalle, um diesen Alfheim-Licht zu verleihen. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Geklappt! Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Ich hoffe mal nicht, dass wir nach und nach das Licht verbrauchen. Die Treppe ist blockiert. Ja, kannst du auch hier irgendwas mit deinen Lichtpfeilen anstellen? Oder müssen wir einfach nur runter? Ich glaube, es geht einfach nur nach unten. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Ja, hier gibt es einige. Oh, und da oben ist auch noch so ein Sarg. Okay. Das heißt, wenn wir einfach weiterlaufen, kommen wir zu dem, oder? Nein, da ist gar keine Plattform. Spannend. Sehen wir irgendwas, wenn wir auf dieser Seite einmal hochklettern? Auch nicht. Dann frage ich mich, ob man vielleicht irgendwas in diese Halterung einsetzen kann, um vielleicht einen Lichtkristall einfach zu transportieren. Oh ja, hier liegt einer. Das scheint genau dafür gedacht zu sein. Perfekt. Aha, sehr schön. Dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Noch ein zersplittertes Herz von Alfheim. Das ist jetzt unser drittes. Das heißt, wir können auch die maximale Resistenz stacken von 36. So, das heißt, wir haben jetzt hier... Ah, ich muss das einmal kurz ändern, sonst macht mich das fertig, dass in zwei von unseren Rüstungsslots das zersplitterte Herz von Alfheim drin ist und das dritte hier im Talisman. Das kann so nicht sein. So ist das nämlich schon viel besser. Dreimal das zersplitterte Herz von Alfheim und hier einmal Symbol der Schatten für noch mehr Glück. Genau, und jetzt nehmen wir den Kristall und setzen den da drüben noch ein. Dann wird es da auch sicher irgendwie eine Brücke nach da drüben geben. Oh, oder eine von hier oben.
Ah, ich habe mir schon gedacht, wo bleiben denn die Gegner? Hutlan? Was heißt das? Hopp. Etwas daneben gezielt. Hat er das überlebt? Nein, sieht nicht so aus. Atreus, kommst du mit oder bleibst du auf der anderen Seite da drüben? Oh, hier geht das gar nicht weiter. Ah, hier sind auch nochmal so ein paar von diesen Ranken. Verstehe. Endlich! Jetzt kann ich den Kristall zum Leuchten bringen. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Ich gehe nur lieber hier runter. Ich weiß nicht, ob die... Nein, die bleiben auch bestehen. Okay, das ist gut. Das heißt, da müssen wir noch hoch. Und dann können wir hier hoffentlich Alfheim bald verlassen. Atreus, kannst du mal zeigen, wie du die fertig gemacht hast? Oder hatte er Hilfe? Ich habe so das Gefühl, je mehr man hier freischaltet an Fähigkeiten, desto flexibler wird man, aber desto besser muss man auch aufpassen und an alles denken, was man überhaupt kann. Deswegen manchmal hilft es doch einfach nur, die Axt zu werfen und drauf zu klöppeln. Das kann Kratos nämlich schon ganz gut. Genau. Das Spiel sagt, wir sollen die Lichtpfeilfertigkeiten verbessern, aber ich würde noch ein bisschen mit unseren XP haushalten. Noch kommen wir ganz gut vorwärts. Hier geht's auch nicht weiter. Boah, die nächsten schon wieder. Oh, das trifft sogar seine Verbündeten. Das ist natürlich cool. Hat er sich jetzt selbst getroffen? Die und ihre Projektile. Oh, sehr gut, Atreus. Schön die Beine weggezogen. Oh, ich liebe diese Axt. Schaut sie euch an. Mega cool. So, und was ist in der Truhe drin? Utgard-Hieb, ein leichter Runenangriff, ein weitschwingender Angriff, der mittelschweren Frostschaden verursacht. Schauen wir uns auch einmal an. Oh ja. 30 Sekunden Cooldown. Auch guten Frostschaden und das ist so eine richtig schöne Schockwelle, die man verschießen kann.
Genau, und ich habe dann auch gesehen, man kann diese Fähigkeiten aufwerten mit Erfahrungspunkte. Das heißt, statt Njords Sturm, wobei Njords Sturm, der macht sowas Ähnliches, nur mit diesem kleinen Wirbel davor, aber der hat auch eine höhere Cooldown. Also, probieren wir das mal ein bisschen aus und sonst zur Not, wenn das alles nicht gut sein sollte, können wir zurück zur Hehls Berührung gehen, weil die Fähigkeit hat mich überzeugt. Und da wäre ich sogar gespannt, wie das aussieht, wenn man die noch weiter aufwertet. Kommen wir hier durch? Okay. Axt drauf werfen funktioniert nicht. Atreus, du mit deinen Lichtpfeilen bist einmal dran. Das funktioniert auch nicht. Oh. Jetzt bin ich neugierig. Ah, vielleicht haben wir beim ersten Mal noch nicht gut getroffen. Wo bringst du den denn hin? Ja, das ist die Frage. Wir könnten. Ich glaube, ich nehme noch schnell diesen kleinen Kristall mit. Für die Rage und dann könnte der erstmal hier in diesen Sockel rein oder vielleicht gibt es da hinten noch irgendwas. Ich sehe auf jeden Fall schon wieder eine Glocke. Das heißt, da drüben müsste es eine runenverschlossene Truhe geben. Nummer 1. Oh, sieh nur, die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Ja, wahrscheinlich auch mit einer kleinen Lichtbrücke. Ich will nur wissen, da oben ist die Truhe. Perfekt, okay. Das heißt, von hier müssten wir in irgendeiner Form die Runen sehen können. Die eine Glocke ist dort drüben. Da könnte auch eine versteckt sein. Okay, dann müssen wir das erst noch auftrennen. Schau nur gerade, wie der beste Winkel ist. Vielleicht von hier. Wahrscheinlich ist er auch von da oben irgendwie. Okay, aber dann holen wir einmal den Kristall und setzen den gleich dort einmal ein. Wobei, was passiert, wenn Atreus auf den hier drauf schießt? Oh, dann erscheint hier Wissen. Okay, das sollten wir mitnehmen. Junge. Schnell abschreiben, Atreus, schnell abschreiben. Okay, ich glaube, er hat's. Dann gleich einmal weiter. Willst du den überall hin mitnehmen? Vielleicht schon. Ist jetzt mein Lieblingskristall. Huch. Oh. Das habe ich nicht erwartet. Dann werden wir hier aber nicht hochklettern können. Schade, ich dachte, es gibt irgendwie eine Brücke, die dann hochführt. Aber okay.
Ja, das sieht doch schon besser aus. War dann hier die Glocke? Weil irgendwas so leuchtet da so blau. Hier ist auch was. Olli hat schon geschrieben, das ist wie bei Dark Souls, wenn bei irgendwelchen Leichen die ganzen Items herumliegen. Das ist durchaus richtig. Oh je, wir müssen echt schnell sein. Vielleicht sollten wir einfach verschwinden, anstatt einen heiligen Tempel zu plündern. Wenn ich deine Meinung brauche, frage ich dich danach. Ah, und hier ist auch die dritte Glocke. Okay, da müssen wir echt wieder zügig herumschwingen. Aha. Das hat gereicht, sehr schön. Hoffentlich wieder so ein guter Idun-Apfel. Oder ein Horn mit Blut mit, den nehmen wir auch gerne. Vielen Dank. Das heißt, hier haben wir alles. Oh, Atreus langweilt sich auch schon. Tut mir leid, Junge. Ab. Dann schnell weiter. So, das heißt, hier können wir auch noch eine Brücke bilden. Und gibt es hier drüben noch irgendwas Wichtiges? Nein, nur ein bisschen Vegetation. Dann würde ich doch einmal den Kristall umplatzieren. Atreus, bitte, du darfst wieder. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Aha. Genau, und da oben, das ist die Rune, die wir brauchen. Was bedeutet das? Samen. Präg dir die Form ein. Ja, ich weiß. Oh, das wird ein Spaß, wenn er in die Pubertät kommt. Lies vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Hat schon keinen Bock mehr. Also, es ist doch eine Tür. Ja. Hallo? Na toll, der mit den Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Ja, der nervt ganz schön. Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Ich glaube, wir sollten seine Hörner mal ein bisschen stutzen. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Also einmal runter. Aha. Noch mehr Loot.
Kriegsbeute. Alpenartefakte 1 von 6. Oh je. Das mit dem Licht und Schatten ist so bedrohlich. Von wo kommt das? Hat Kratos einen leuchtenden Gürtel? Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. Ach, das war hier, wo wir gegen diesen Steinwächter gekämpft haben. Ja, aber jetzt, da du Lichtpfeile hast, könnte es ja sein, dass wir noch ein bisschen was finden. Genau. Noch mehr Kriegsbeute. Ah, ist auch oben noch irgendwas? Ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon fleißig nach oben geguckt. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Na toll, jetzt sehe ich kaum noch was. Es gibt Licht, das muss reichen. Nicht für dich, Atreus. Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach ich ja. 1880 Hacksilber. Oh. Heftig. Das ist wieder irgendein Rätsel. Davon scheint sich aber nichts zu bewegen. Vielleicht müssen wir auch wieder irgendeinen Sockel finden. Mhm. Und das wird dann die Tür entsperren. Okay. Tja, Atreus. Hast du irgendwo einen Sockel gesehen? Können wir weitergehen? Erst müssen wir uns noch umschauen. Oh, schön. Wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Wir finden einen Kristall. Ganz genau. Und einen Weg an diesen Sarg zu kommen. Sieh doch mal genau hin. Gleich da drüben ist ein Raum. Junge. Oh, Atreus. Ich weiß, du willst mir helfen. Ja. Tada, da ist auch ein Kristall. Ich habe nur die Befürchtung, dass gleich irgendwas passiert. Ja. Ha!
10 Punkte für mich. Oh ja. Das bremst. Okay, aber das waren nur kleine Drauger. Nochmal Kriegsbeute. Oh, was war das? Kannst du das Ding wirklich tragen? Nicht, dass du hinterherhinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Wenn wir angegriffen werden, dann kann ich das auf die Gegner werfen? Nein, kann ich nicht. Okay, aber dann droppen wir das einfach und zerhacken sie mit der Axt. Das ist auch kein Problem. So, sind die Dinger jetzt aktiv? Nein, noch nicht. Ah, man muss einfach die Runen schreiben. Okay, von links nach rechts. B, ja, perfekt. Oder zumindest die Rune, die wie ein B aussieht. Oh, das muss man auf Zeit machen, oder? Der Schuppenrunenschulterpanzer. Auch nochmal Rüstung, die Runenkraft erhöht. Genau, dann haben wir, glaube ich, hier alles. Aber wie kommen wir zu dem einen Sarg da drüben noch hin? Da muss es noch irgendwie Ranken geben, die wir zerstören können. Können wir weitergehen? Tja, in der letzten Folge haben wir uns zu dem Licht gekämpft und jetzt ist irgendwie alles dunkel. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Ich möchte da nur noch einmal ganz kurz gucken. Also ich habe jetzt hier die Ranke direkt unter der Truhe gefunden, aber wenn wir die zerstören, dann bringt das leider nichts. Von dem her weiß ich nicht, ob dazu irgendwie das Licht wieder an sein muss oder nicht. Oder vielleicht sieht man auch nicht die andere Ranke, die man noch zerstören muss. Aber hier müssen wir, wenn dann, ein andermal zurückkommen, glaube ich. Von dem her, lasst uns einfach einmal weiterziehen. Weil hier gibt es auch nichts mehr. Endlich! Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Ich auch, Atreus, ich auch. Das ist mir hier echt alles ein bisschen zu seltsam und zu organisch. Wobei, es gab ja hier drüben, glaube ich, noch etwas, was wir nicht gelootet haben. Genau, mit diesem kaputten Mechanismus. Noch mehr Hacksilber, aber keine Artefakte mehr. Ja,
Dann mach mal. Komm her, du Großer. Oh, ich vergesse immer, dass die Projektile auch explodieren. Oh, wir können ihn nicht anvisieren. Wie gemein ist das denn? Na komm, zeig dich. Jetzt dodgt er immer und macht so eine Explosionskugel auf den Boden. Ah, Mist. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden. Das ist echt eklig mit diesen verzögerten Explosionen. Dann heilen wir uns halt, wenn er uns nicht direkt angreift. Jetzt haben wir ihn. Nein, das kann nicht sein. Was hat er gesagt? Es war ein schwerer Fehler. Uns angegriffen zu haben? Ja, das glaube ich auch. Haben wir den Falschen geholfen? Lass mich raten. Du hattest ja gesagt, dass wir uns nicht einmischen sollen. Das reicht. Können wir jetzt gehen? Erst noch schnell looten. Geprägtes Wappen des Trotzes. Zorn des Wolfes. Runenbeschwörung beschwört einen Spektralwolf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Ist das eine neue Fähigkeit?
Runenbeschwörungen. Sie haben eine Runenbeschwörung erhalten. Runenbeschwörungen können im Waffenmenü am Clownbogen ausgerüstet werden. Halten Sie Viereck gedrückt, um Runenbeschwörungen zu aktivieren. Oh, das wusste ich gar nicht, dass der Clownbogen so vielseitig ist. Ja, dann Wölfe. Gerne. Machen Schaden, betäuben. Sehr cool. Genau, und hier drüben hatten wir ja schon alles. So, dann verlassen wir jetzt diesen Ort. Ich habe keine Lust mehr, Atreus. Erinnerst du dich an die Antwort? Ja, ja. Junge, lies das. Junge, was steht da? Du redest nur mit mir, wenn du irgendwas von mir brauchst. Willst du mir irgendetwas sagen? Ich sagte, du redest nur mit mir, wenn ich dir irgendwas übersetzen soll. Wenn Mutter hier wäre... Wenn deine Mutter noch leben würde, wären wir gar nicht erst hier. Atreus. Vergiss es. Na schön. Ja, schon, also krass, dass Atreus so mit Kratos umgeht und mit ihm spricht. Also dazu gehört schon ordentlich Mut. Finde ich cool. Also Respekt, Atreus. Und dann würde ich sagen, machen wir hier doch einfach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.